denn ich möchte dir meinen neuen Zaubertrick zeigen. Und oh, zwar, sag mal, Planet verschwinde. Planet verschwinde. Genau. So, und jetzt guck mal, wenn wir uns umdrehen. Oh mein Gott, Leute, ich werde heute einfach mal den Lukas pranken und zwar mit einem Map-Editor. Ich werde einzelne Teile von der Map entfernen, sodass er gar nicht mehr weiterkommen kann auf der Map. Falls ihr außerdem noch weitere Ideen habt, wie ich andere Leute pranken kann, schreibt das gerne mal jetzt in die Kommentare. Also wie gesagt, bei den Maps gibt es bestimmt noch ein paar andere coole Ideen. Falls ihr noch Map-Vorschläge habt, schreibt diese auch in die Kommentare. Aber jetzt viel Spaß beim Prank mit Lukas, denn er war wirklich total verwirrt. Es wird super lustig. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal für mehr solche Videos. Let's go. So, moin Lukas, was geht ab? Moin moin, was geht Pat? Jawohl. 1v1 Battle. Ich bin sehr, sehr heiß. Wir haben uns ein paar Maps ausgesucht, ne? Und die werden wir jetzt gleich spielen. So, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal anfangen mit der Map Tilefall. So, zum Starten. So eine komische Map. Ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, okay, okay. So, Tilefall ist am Start, Lukas. Ne? Ja. Aber warte, bevor du loslegst zu schwitzen, ja. Du wirst gleich Folgendes machen. Du wirst gleich auf die Knie gehen und weinen. Was? Ist dir auch bewusst, warum? Warum denn? Also, ich sag dir so viel, ne? Ich habe ein paar Tricks am Start, ne? Und mit diesen Tricks wirst du gleich wirklich dir denken, oh mein Gott, ich hab keinen Bock mehr, ne? Lol, ich hab okay. keinen Bock mehr. Also, Lukas, ne, Folgendes. Und zwar siehst du ja hier diese Plattform, ne? Ja, genau. Also ganz normal, die können ja runterfliegen. Geh am besten noch nicht drauf. Ich werde jetzt gleich ein bisschen zaubern. Lukas, und zwar, wie willst du da jetzt rüberkommen? Digga, was hast du gemacht, Alter? Guck mal, da unten, wir sehen, hier ist keine Plattform runtergeflogen, ne? Wie also, ich sag mal so, da würde ich jetzt lieber nicht drüber gehen, weil das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das funktioniert auf jeden Fall nicht, Kollege. Junge, Bad, ey. Mann. Also, ich weiß ja nicht. Wenn du willst, geh mal einen Schritt nach vorne. Dann mal gucken, ob du hier... Digga, ist ja unmöglich. Oh mein Gott. Ist ja unmöglich. Das ist so gut, ne? Also, wie gesagt, und das ist erst der Anfang. Wenn du willst, ich kann hier noch die ein oder andere Plattform entfernen. Soll ich mal ganz alles wegmachen? Ja, soll ich mal komm. Alles? Ja, komm. Alles weg? Okay, komm. So, Lukas, ich habe jetzt sogar noch eine Platte dort hinten freigelassen. Ja, siehst du die da hinten? Ja. Eine Platte habe ich freigelassen. Ansonsten siehst du, zack, wenn wir jetzt hier runterspringen, hier passiert einmal mal gar nichts. Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe die Map leider ein bisschen kaputt gemacht, um es jetzt einfach mal doof auszudrücken. Mann. Ne? Ja, wer gewinnt, also, das ist 1 vs 1 hier, Pat. Das ist die Frage. Also, ich sag mal so, ich verschenke hier auf jeden Fall gar nichts. Ne? du verschenkst ja hier anscheinend auch nichts. Also, ich glaube, so ganz einig werden wir uns jetzt hier bei dieser Map zumindest nicht. Vielleicht sollten wir lieber doch eine andere Map spielen. Ja. Was hältst du davon? Irgendwie eine Runde auf Jungle Roll? Ja, okay. Ist doch ganz gut, oder? Ja, okay, komm. Okay, Jungle Roll. So, Jungle Roll, Lukas, ne? Was hältst du von dieser Map? Ist doch eine schöne Map, oder? Ja, feier ich. Also hier auch mit dem Slide auf diesen Rollen und so, sehr, sehr geil. Ja, ist so eine geile Map, ne? Ich würde sagen, wir gehen auch mal ganz normal hier rüber, ne? Aber ich sag mal so, Lukas, du weißt, das wäre alles zu langweilig, wenn ich jetzt hier nicht irgendwas auspacken würde. Deswegen schau dir mal genau die Rolle an, ne? Siehst du, noch können wir hier drauf springen, alles ganz normal. Du kannst ja hier auch ganz normal drauf springen, ne? Genau, ja. Aber jetzt gehen wir mal runter und jetzt, ja, guck, dreh dich mal um. Warte, wir drehen uns einfach mal ganz kurz so um. Okay. So, gucken wir mal zur anderen Seite. Ja. So, Lukas, und zwar drehe ich mich jetzt nochmal um und... Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Digga! das haben wir so nichts mehr! Junge, wie komisch sieht das denn aus? Aber da hinten habe ich die noch gelassen, ne? Also da hinten siehst du, da kannst du noch theoretisch hin, wenn du willst. Okay, also hier fällt man... Oh mein Gott, ja moin! Ist klar, Digga. Junge. Muss man ja jetzt wirklich so außen rumrennen, oder? Ja, also wenn du willst, wir können eine Runde außen rumlaufen, weil was anderes bleibt uns jetzt hier nicht mehr über, ne? Oh mein Gott. Ich meine, die Plattform habe ich ja dort entfernt. Ja, ich sag mal so. Ah, lol, jetzt bist du sogar da runtergeflogen. Perfekt, aber ich glaube, da hinten kommt man gar nicht hoch, oder? Ja, wir können uns theoretisch, glaube ich, eine Räuberleiter geben. Aber, also ich habe mal eine Frage, Lukas. Bist du schon so am Wein? Junge, das ist ja mega dumm. Also man kann diese Maps ja nicht mehr spielen jetzt. Okay, Lukas, irgendwie ist die Runde leider zu Ende gegangen. Aber
Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal eine andere Map aus. Was würdest du, warte mal, was gibt es denn hier noch so Schönes? Es gibt noch, sagst du, Super Slide. Super Slide, hast du Bock auf Super Slides? Ich habe schon so eine Vorahnung, ne? Okay, komm, Super Slide. Okay. So, Lukas, nächste Map, Super Slide. Ich habe es ja angekündigt und, okay, also, wir sehen ja hier noch diese wunderschöne Rutsche hinten, ne? Siehst du die da ja hinten? So, Lukas, und zwar, wenn ich mich umdrehe, habe ich die Map wieder ein wenig verändert. Du siehst, links und rechts ist nichts mehr, was dich angreifen kann, theoretisch. Junge. Aber wenn du hier hingehst, siehst du relativ schnell, hier ist irgendwas Unsichtbares, was dich treffen kann. Lauf nochmal ein paar Meter weiter, genau. Oh, Leute, ich hab's geschafft, nice. Hallo, jetzt wurde ich auch getroffen. Aber das Allerlustigste an der ganzen Sache ist einfach mal, dass du hier vorne kein Trampolin mehr hast. Ich meine, komm mal zur Rutsche hoch. Wie willst du denn da hochkommen? Also, hey, wie kommt man jetzt auf diese Rutsche? Tja, das ist die Frage, ne? Das ist wirklich die Frage. Also das ist halt eigentlich gar nicht mehr machbar, um es einfach mal doof zu sagen, ne? Da kannst du eigentlich knicken, hochzukommen. Dementsprechend kannst du eigentlich nur warten, bis du von einem Schiff oder so abgeholt wirst. Ich sag mal so, anders kommst du hier nicht. Oder du schwimmst rüber. Vielleicht, warte mal, wir können mal versuchen. Lol, was war das denn? So ein Ultra-Jump? Du kannst mal versuchen, darüber zu springen, aber anders klappt es auf jeden Fall nicht. So, Lukas, Space Race ist die nächste Map. Liebst du diese Map? Magst du diese Map? Ja, doch, also ich mag die eigentlich schon. Also ab und zu, keine Ahnung, triggert die mich ein bisschen, wenn man so diese Checkpoints nicht bekommt oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, aber ich würde sagen, Lukas, wir bleiben mal ganz kurz stehen bei diesem Planeten. Die drehen sich ja gerade so wunderschön hier herum, ne? Siehst du ja, ne? Wir können ja nochmal ein bisschen draufspringen, hier ein bisschen, bisschen hier von den Kometen erwischen lassen. Aber jetzt geht's auch wieder hier herunter, denn ich möchte dir meinen neuen Zaubertrick zeigen. Oh, und zwar, sag mal, Planet verschwinde. Planet verschwinde. Genau. So, und jetzt guck mal, wenn wir uns umdrehen. Ja, wenn wir uns umdrehen, da ist halt einfach mal ein Planet verschwunden, ne? Um es mal doof zu sagen. Junge, siehst, wenn was? Wir jetzt hier versuchen drauf zu springen, das funktioniert nicht, Kollege, ne? Ja, moin, Alter. Ey, das ist ja... Also, Digga, da kann man ja nichts mehr machen. Nee, ich sag mal so, diesen Trick würde ich lieber nicht online benutzen, also wenn ich mit anderen spiele, so, ne? Weil die Leute würden dann hier an der Linie verzweifeln. Ich meine, bei dir mache ich es jetzt, um dich so ein bisschen reinzulegen, ne? Das ist eine ganz andere Situation hier, aber... Die Spieler online, die tun mir auf jeden Fall leid, wenn man das hier so sieht, ne? Leute, da fliegt man einfach immer wieder runter. Runde ist jetzt auch vorbei, aber wir werden sowieso nicht mehr ans Ziel gekommen. Dementsprechend ist das vielleicht besser, dass wir jetzt hier das Ganze so beenden. Leute, wenn es euch gefallen hat, dieser Map-Editor, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut bei Lukas vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.